Hallo, Harley wieder, und heute bringe ich euch ein neues Star Trek Flickman Video über Another Time, die Kadetten. In die häufigste verwendete Gruppe. Da sehen wir da beim Standard Recruit Tour. Da unten vom Kadett Kirk bis Kadett Uhura, nur 6 Stück insgesamt, sind alle nur gewöhnliche Offiziere. Und insgesamt, die sind natürlich am Anfang sehr gut und auch wichtig, auch interessant. Später, ich beim sogar Stufe 38 verwende die auch immer noch. Schauen wir die kurz an. Da haben wir hier Kadett Scotty. Er ist aber, ja, ist gut. Nachher dann Kirk, dann kommt McCoy, dann Spock, Uhura und zu guter Letzt dann Sulu. Was sind die genauen Statistiken? Zuerst natürlich Scotty, vor allem bei seiner Warp-Erweiterung bis jede Stufe A plus 1, insgesamt 5. Ich verwende ihn schon bei meiner Antares auf im Dark Space auf G4 Knoten zu gelangen. Warp 65 insgesamt und ist sehr gut. Und ja, seine Kapitänsfähigkeiten ist nicht so gut, aber halt, ja, wird auch versteckt, wenn er sieht als Kapitän. So. Auch gut zum Upgraden, kostet nur Föderationsfraktionskredit, nicht viel, nur 1000 und kein Abzeichen, von dem ist er gut. Jetzt haben wir Kirk. Selber alle Offizierstatistiken auf dem Deck, aber nicht unten, bis zu 20 ist nicht so ideal, aber seine Offizierfähigkeiten bis zu 20% mehr Schaden vom Waffe ist nicht schlecht, vor allem am Anfang, wenn man wenig oder keine Forschung gemacht hat, ist es sehr gut, sehr wichtig und auch wieder nur 1050 Kredit gebraucht hier. Ja, nicht schlecht. Zunächst haben wir dann hier McCoy, selber Kapitänsfähigkeit, die Panzierung, also der Health, Gesundheit vom Schiff, Stärkung bis zu 30, aber seine Offizierfähigkeiten bis zu 12% vom die Kapitänsfähigkeit wird erhöht. Das ist vor allem sehr wichtig am Anfang, weil es wird addiert. Ich verwende ihn beim meiner zweiten Franklin für die Swarm Sonntag respektive Heroic Event, weil er geht sehr gut zusammen mit Kadett Uhura, sehen wir dann später. Jetzt Instructor Spock, seine Kapitän- und Offizierfähigkeiten beide sind sehr gut, also das heißt die Waffenstärke beim Kapitän bis zu 15, aber die Offizierausweichungen, Schilde und Panzierung bis zu 20% und ist nicht schlecht. Von dem her. Jetzt sehen wir doch vor allem für mich und für viele andere das wichtigste Kadett, Kadett Uhura. Sie selber mit Maximum Synergie hat bis zu 20% Schussreduzierung vom Gegner, also Perspektive ist sehr viel, und erhöht ihre Offiziersfähigkeiten, erhöht die Schildgesundheit bis zu 14%, wo hilft natürlich mehr Schilde zu da sein, um länger bis die Pantierung dann anfangen zum Abbauen wird. Sie mit Kadett McCoy zusammen macht vor allem wegen der Synergie auch eine Erweiterung, aber ich nutze sie mit McCoy und Kirk zusammen, das sehen wir nachher, wie es aussieht und was es dann genau heißt. Zu guter Letzt gibt es dann Kadett Sulu. Sauber hat nur bis zu 25% mehr Kraft im ersten Schussrunde, nicht so viel, und alle Attackfähigkeiten von alle Offizier wird aufgebaut mit seinen Offizierfähigkeiten. Insgesamt eine für die vielleicht doch die unwichtigste für alle Kadets zu anschauen und benutzen. Für mich, ja, wie gesagt, ich nutze auch jetzt beim 38 die Kadets beim Franklin. Wenn wir gleich jetzt hier meine Franklin. Und das ist Standard natürlich, wenn man hat Pike and Moreau und Telan ist die beste Möglichkeiten gegen die Swarm-Schiffe. Aber jetzt, wenn wir machen jetzt hier
Dann haben wir das nicht am Anfang. Kadett Uhura mit McCoy. Und hier verwende ich auch, wie gesagt, Kadett Kirk, um maximal Synergie zu erreichen. Habe ich 20%, respektive mit McCoy dann 22,4. Oh, natürlich wegen Swarm, wo sehr stark sind, mit dem Schuss bestens so viel wie möglich zum Abbauen ist hier sehr wichtig. Wenn man das austauscht mit Instructor Kirk, Instructor Spock, ist dann nicht so gut, weil da haben wir nicht so ganz volles Energie und ist dann auch ein bisschen verschwacht, aber je nachdem, was man da hat. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bitte subscribe und ich sehe euch in der nächsten. Und hier sind noch ein paar Punkte zum wieder aufklären. Dankeschön, bis bald.